Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notizhefte. Ich bin Norman Weiß und freue mich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um einen Tag. Und zwar wurde ich getaggt schon vor einiger Zeit von Andrea Wintermädchen. Und jetzt kommen meine Antworten zu diesen gar nicht so einfachen Fragen. Frage 1. Warum denkst du, wachsen einige Kanäle schneller als andere und bist du mit deinem eigenen Wachstum zufrieden? Ich würde sagen, in allererster Linie hängt das Wachstum eines Kanals an zwei Dingen. Das ist einmal die Art des YouTubers oder eben des Booktubers, der Booktuberin, wie jemand präsentiert, wie jemand auf andere wirkt. Das hängt an vielem, an der Stimme, an der Art, wie man spricht, an der Art, wie man eben auch über Bücher in unserem Falle spricht. Und daraus resultiert dann eben nach dem Sender-Empfänger-Schema ganz klar eine Verbindung zwischen sendendem YouTuber und Zuhörenden und Zusehenden. Und wenn das eben matcht, und zwar für viele matcht, dann hat ein Kanal Wachstumspotenzial. Also das ist die Art der Präsentation, die würde ich jetzt schätzen, in unserem Fall weniger mit der optischen Aufbereitung der Videos zu tun hat, obwohl es da natürlich auch deutliche Unterschiede gibt, sondern ich würde das eher an der Person, an der persönlichen Präsentation durch die Sprache, durch die Verständlichkeit, durch die Eindringlichkeit und was man ja auch immer wieder hört, durch die Begeisterung, die sich mitteilt oder eben auch nicht, dass das Dinge sind, die entscheidend sind. Und dann kommt es natürlich auf den Inhalt an. Je nischiger die Bücher sind, die man bespricht, desto schwieriger ist es, ein breiteres Publikum zu erreichen. Und das kann sich dann gegenseitig hochschaukeln oder es ist gegenläufig oder alles zieht sich nach unten und daran hängt aus meiner Perspektive der Erfolg eines Videos. Beziehungsweise umgekehrt, wenn jemand wie ich keine, was weiß ich, Young Adult Bücher liest, dann interessieren mich Videos über Young Adult Bücher auch weniger. Gucke ich also eher was anderes. Da aber in der Breite die Publikumsverteilung und die Geschmacksverteilung des Publikums ebenso ist, wie sie ist, haben aus meiner Perspektive Videos, die sich daran eher anschließend auch ein größeres Potenzial. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo unabhängig von den präsentierten Büchern durch die Art der Präsentation eben ein größeres Publikum erschließt und nicht nur viele Leute das Video ansehen, sondern auch zu dem Kanal finden und bei dem Kanal bleiben. Literatur-News ist dafür ein ganz klassisches Beispiel, wo eben das Video, die Art der Präsentation und die Stimme von Thoralf, seine Art, wie er über Bücher spricht, das ist eben ein Erfolgsrezept und das merkt man halt auch, wie sich die Videos oder wie die Videos geklickt werden. Bin ich mit meinem eigenen Wachstum zufrieden? Ich habe das am Anfang ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen können, was da für Potenziale sind. Deswegen habe ich das hingenommen. Ich habe dann relativ rasch gemerkt, dass dieses Wachstum relativ langsam verläuft, dass es gelegentlich gepusht werden kann, wenn in anderen Videos der Kanal erwähnt wird oder wenn man auch mal was zusammen macht. Aber grundsätzlich würde ich jetzt sagen, mein Potenzial ist so, wie es ist und das wird halt nicht mehr. Also insofern sind diese Wachstumszahlen von 1, 2, 3 Neuzugängen, die dann aber auch relativ rasch wieder weggehen, das ist eben so. Also ich glaube nicht, dass es mir irgendwie gelingt, wenn ich jetzt, was weiß ich, bis Ende des Jahres auf 1000 Leute kommen sollte, dass dann irgendwie raketenartig alles nach oben geht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist so, wie es ist. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Was bringt dich dazu, das Video eines anderen Booktubers auszuschalten? Wenn es in eine andere Richtung läuft, als ich erwartet hatte, wir wissen ja alle, Thumbnail und Titel, die magische Kombination. Bei manchen
Videos ist es ja letztendlich auch egal, welche Bücher kommen. Also nehmen wir mal an, Book Friends Forever rückwärts sprechen. Und da geht es ja nicht um ein bestimmtes Buch und dass das Buch im Zentrum steht. Das ist da eher zweitrangig, sondern da geht es um die Freude an der Situation. Da geht es um die Situation als solche, die Interaktion zwischen Anja und Maike und eben auch dieses Überlegen, was soll das denn jetzt heißen? Aber das ist egal, um welche Bücher es geht. Also insofern ist jetzt nicht der Inhalt als solcher das Ausschlaggebende, sondern da ist das Format eines, dass man eben, wenn es einem gefällt und wenn man Lust hat, darüber zu lachen, das guckt man sich bis zum Ende an. Wenn ich aber merke, sagen wir mal bei einem Lesemonat, es kommen jetzt noch 3, 4 Bücher, von denen mich keins interessiert, ja, dann schalte ich auch schon mal weg. Dass ich also sozusagen aus Loyalität zum Booktuber, zur Booktuberin bis zu Ende gucke, ich gestehe, nein, das mache ich nicht, sondern das ist abhängig von dem, worum es geht. Frage 3, wie viel Neid und Konkurrenzkampf gibt es auf Booktube? Keine Ahnung. Ich nehme an, so viel wie überall auch, wo Leute in irgendeiner Form von Konkurrenz und Wettbewerb miteinander stehen. Ja? Dasselbe tun und dann sieht man, der eine läuft schneller, springt weiter, kriegt mehr Frauen oder Männer rum und so ist das halt auch hier. Der eine hat mehr oder weniger messbaren Erfolg als der andere und daraus resultieren entsprechende Empfindungen. Aber das nehme ich nur an. Es geht den Menschen wie den Leuten, aber mitreden kann ich bei dem Thema ehrlich gesagt nicht. Das ist eine schöne Frage. Frage 4. Denkst du, man muss mehrere Plattformen bespielen, TikTok, Instagram, Twitter, um ein, in Großbuchstaben, wirklich erfolgreicher Buchblogger zu sein? Also bei mir ist das ja so, ich habe mit dem Buchbloggen angefangen. Also Notizhefte ist ein Buchblog. Und das habe ich dann durch weitere Plattformen ergänzt. Vor allem zunächst durch Instagram, dann auch durch den YouTube-Kanal, weil ich mir davon versprochen habe, dass Leute Videos gucken und dann auf den Blog gehen. Das ist aber, habe ich glaube ich schon mal gesagt, nur in ganz, ganz begrenztem Umfang der Fall. Also wenn 3 Leute pro Monat von YouTube auf WordPress gehen, dann ist das schon sensationell. Und genauso verhält es sich mit Instagram. Also insofern, der Blog profitiert überhaupt nicht davon. Von Instagram kommen wenige, etwa vergleichbare Größenordnungen zu YouTube. Andersrum weiß ich das nicht. Und insgesamt ist es also jedenfalls bei den geringen Zahlen, über die ich auf allen möglichen Plattformen verfüge, ganz klar, dass es da keine Effekte gibt. Das mag sein, wenn man irgendwo 1 Million Follower hat und sagt, ich mache jetzt auch Videos, dass dann eben halt 100.000 kommen und gucken. Das ist dann eben was anderes, als wenn sich 3 aufmachen. Die würde man vielleicht auch so gewinnen. Also insofern hängt das nach meiner Einschätzung von der Größe ab. Je mehr, desto. Also das Matthäus-Prinzip gilt auch auf Social Media. Frage 5. Hast du schon mal ein Video gedreht, was du eigentlich nicht so toll findest, wovon du aber weißt, dass es gut geklickt wird? Was hältst du von so einem Vorgehen? Also ein spezielles Einzelvideo würde ich nicht sagen, dass ich das schon mal gemacht habe. Wäre ich höchstwahrscheinlich auch viel zu unauthentisch. Es gibt Formate, sagen wir mal Neuzugänge, Lesemonate, das sind Formate, die auf eine gewisse Resonanz stoßen, die ich auch aus diesem Grund mache, weil ich sie einerseits selbst gerne schaue, weil ich aber weiß, dass auch andere es schauen. Ich käme jetzt aber nicht auf die Idee, bei anderen erfolgreiche Formate für mich zu kopieren, weil ich genau weiß, oder zumindest spüre, dass ich das auf diese Art und Weise gar nicht hinbekäme. Oder dass mich die Bücher gar nicht interessieren würden. Man soll, das heißt es ja auch immer,
bestimmte Wellen durchaus reiten, um an diesem Erfolg teilzuhaben und auf diese Art und Weise dann für seinen Kanal als solchen neue Zuschauer zu generieren. Aber es wird ja dann auch immer abgeraten, man solle das nicht nur als Selbstzweck betreiben, sondern wirklich orientiert auf den Kanal und ohne sich zu verbiegen. Und was soll ich sagen? Ich bin ja nicht irgendwie auf diesen Kanal angewiesen. Das ist nicht meine berufliche Existenz. Das ersetzt nicht meine berufliche Existenz. Das ist ein Hobby, was ich mache. Und insofern muss ich also nicht irgendwelche Wachstumsstrategien haben, auch nicht jetzt sozusagen aus dem Zwang von Kooperationen heraus. Also insofern, ich kenne solche Strategien, ich setze sie aber für mich selber nicht ein, aber wenn andere das machen, natürlich gern. Frage 6. Sind deine Videos monetarisiert? Wenn ja, empfindest du den Verdienst, den du erzielst, als angemessen? Wie viel verdienst du aktuell mit Videos? Meine Videos sind nicht monetarisiert, weil ich einfach noch nicht genug Zuschauer und Abonnenten habe. Wenn das gehen würde, glaube ich, würde ich sie in der Grundversion monetarisieren. Werbung wird ja jetzt ohnehin schon geschaltet. Insofern sage ich, wie viele. Da würde ich die 53 Cent auch mitnehmen, die mir dann da vielleicht zusätzlich in die Kasse gespült würden. Ob das angemessen ist, kann ich nicht beurteilen. Höchstwahrscheinlich nicht, weil das ist ja nicht die Caritas, sondern das ist ein gewinnorientiertes Unternehmen. Puh, angemessen. Wenn es da was gibt, ist es okay. Aber wie gesagt, ich bin ja auch Gott sei Dank nicht darauf angewiesen. Frage 7. Findest du, dass man die Verlage ausnutzt, wenn man Rezensionsexemplare anfordert? Oder findest du, dass wir für unsere Arbeit, in Klammern Rezensionen, von den Verlagen bezahlt werden sollten? Ich fordere gar nicht so viele Rezensionsexemplare an. Wenn, dann nutze ich damit den Verlag nicht aus, sondern das ist im Werbeetat eines jeden Verlages drin, entsprechend Rezensionsexemplare zu verschicken. Wenn Sie das nicht wollen, schicken Sie einem auch keins. Sie sagen, es rentiert sich nicht für einen solchen kleinen Kanal. Dann ist das eben so. Und wenn Sie mir das schicken, dann ist es auch in Ordnung. Dann lese ich das Buch und sage was dazu. Aber der Verlag sollte mich nicht bezahlen dafür, dass ich was zu seinen Büchern sage. Der Verlag bezahlt ja auch nicht irgendeinen Feuilletonkritiker in der Zeitung. Die Zeitung bezahlt ihn dafür, dass er diese Tätigkeit tut. Warum sollte der Verlag mich dafür bezahlen? Dann müsste ich ja Werbung machen, ja, als Agentur. Das ist einer der neuen Romane dieser Saison und er erzählt eine spannende Geschichte. Kaufen Sie ihn. Das ist aber keine Rezension, das ist Reklame. Und für Reklame wird man als Model, Schauspieler, Ideengeber, Skripter, was weiß ich, bezahlt. Aber das mache ich hier nicht. Ich lese das Buch, wenn es mich interessiert, und dann sage ich, ob und warum es mir gefallen hat oder eben nicht. Und dafür brauche ich kein Geld vom Verlag. Dafür schickt ihr mir das Buch oder mir schickt es auch nicht. Ich lese es dann trotzdem oder eben nicht. Also insofern ist da für mich kein Ursachen- und Wirkungszusammenhang. Die letzte Aufgabe lautet, tagge deine Freunde. Andererseits geht dieser Tag schon lange umher, deswegen tagge ich jetzt niemand. Wer Lust hat, die Fragen zu beantworten, der schaue am besten bei Miss Drunken Cherries Bücherstapel vorbei. Die hat sich nämlich diesen Tag ausgedacht. Da gibt es ein Video, da stehen die Fragen drunter. Wer das machen möchte, der soll sich gerne aufgefordert fühlen. So viel für heute. Bis zu meinem nächsten Video. Kommt gut durch die Zeit. Tschüss.